Willkommen zurück bei Kirby Space Programm. Wir sind weiter. Wir machen weiter mit unserer Doppelmission. Nämlich zum einen die Raumstation hier abliefern, was wir eigentlich schon gemacht haben. Und zum anderen hiermit ein weiteres unbekanntes Objekt abholen. Und dieses befindet sich dort. Wir sind der da. Das heißt, unsere nächste Kursangleichung ist genau hier, damit wir hier auf den gleichen Kurs kommen. Add-Manöver. Und drehe er sich bitte etwas nach unten. Ja, noch ein Stück. Ja, dann machen wir lieber hier drüben. Tralalalala. So, du mögest dich bitte. Jawohl. Das sieht doch nach einem guten Kurs aus. So, für uns heißt das, wir bewegen uns mal bitte nach Warp. Ah, das geht gleich. So gefällt's mir. Kaum angefangen mit der Folge und schon geht's voran. Da draußen, wer ist denn da? Relais, da. Minmus Relais 3, aha. Der macht das. Ach hier, Doppelrelais. Es geht doch mal über den. Aha. Ja gut, wir sind jetzt auf der Rückseite. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, hier an Minmus vorbeizukommen. Gut. So. Wir werden jetzt den ganzen schweren Laden in Richtung Manöverpoint bewegen. Ja, noch dreht er sich langsam. Aber ich möchte so lange wie möglich den Treibstoff aus der Dings nutzen. Jetzt ist natürlich der Logikfehler. Wir hätten die Raumstation oben an die Spitze setzen müssen, damit wir die nämlich absprengen können und dann die Triebwerkstufe hier noch weiterhin mit dem Ding benutzen können. Ich lerne das wohl nie. Okay. Wir sind soweit. Kurs liegt an. Wir müssen jetzt also nur noch hinwarpen und zusehen, dass wir ein klares Manöver hinkriegen. Ja, sieht gut aus. 2 Minuten, 1 Sekunden Burn. Das heißt, wir können ganz entspannt. Warte mal. Mach doch mal bitte den da. Kannst du das nicht? Wieso ist das Target? Du sollst warpen. Ach. Kriegt er nicht gebacken. Na gut. Dann machen wir das Ganze von Hand. Umso ungenauer wird's. Stopp. So. Angleichen, gucken, Spaß haben. So, 10 Sekunden. Wir werden natürlich ein bisschen früher anfangen müssen, nämlich jetzt. Stopp. Ah, super. Passt. Sehr gut. Gut. Das war's.
Und jetzt müssen wir das große Ding absprengen, weil jetzt müssen wir nach innen fliegen. Also, mal gucken. Der bleibt. Warum kann ich das Ding hier nicht gerade seitlich drehen? C war das, wa? Nee. V, genau, so, Kamera free. Finde ich doch gut. Also, das ist unsere Raumstation. Die hat die Dinger draußen. Wo hast du eigentlich deine Antennen, Freundchen? Open. Da. Okay. Du hast Antennen. Du bist aktiv. Mach wieder zu. Nee, warte mal. Du bleibst gleich offen. Weil dich werden wir gleich eventuell umbenennen. So. Und du hier wirst jetzt die Kappeln. Jetzt geht kein Weg mehr zurück. Okay. Cheater. Activate. So. Wie viele Raumstationen gibt es hier eigentlich? Eine. Dann bist du hier. Rename Vessel. Minmus Station 2. Accept. Oh, warte mal, wie haben wir die andere genannt? Science Station Beta. Ja, ja, gut. Das ist ja keine Science Station, die wir hier haben. Das ist ja ganz normal Minmus Station. So, die können wir nämlich irgendwann später dann hier erweitern. Da kriegen wir bestimmt Missionen und können Geld verdienen. Und Treibstoff haben wir auch noch. Gut 1000 Liter. Plus 700 Liter. Ja. Alles klar. Wer bist du? Ach so, du bist Schrott. Und du bist der, den wir brauchen. Unser Rescue-Ship. Dann mal gucken. Wir wollen jetzt exakt... Ja, eigentlich wollen wir abbremsen. Das heißt, wir gehen zum Orbit. Da lang geht der... Ja, richtig. Da lang muss der Orbit gehen. Wir waren ja quer zum Minmus, richtig? Wo ist der Minmus? Hallo, Minmus, da. Super. Wie es der Zufall will. Weil Problem ist nämlich, wären wir jetzt hintereinander, würden wir sofort reinknallen, sobald wir bremsen. Aber wenn ich jetzt Gas gebe... So, jetzt machen wir mal wieder alles Überflüssige. Weg! Und wir können unseren Orbit reinholen. Ohne, dass uns die in die Quere kommen. Wer seid ihr denn? Relais. Brauchen wir nicht. Wir brauchen unser Modul. Und wir brauchen unsere Rettungsstation. 6 Kilometer, das wird immer tiefer. Nicht, dass irgendwann mal abstürzt. Dann haben wir ein Problem. Weil entweder das Ding zerplatzt. Oder wir müssen es irgendwie vom Boden aufsammeln. Aber so weit lassen wir es gar nicht erst kommen. So, wir drehen uns so rum. Das heißt, du machst mal bitte einen Warp dorthin. Danke. Drehst dich wieder retrograd. Was sind das hier? 31 Kilometer. Na komm. Noch ein Stück kannst du.
So. Genau. Warp ist vorbei, dreh dich retrograd. Und wir holen den hier rein. Bis wir schön rund sind. Sehr gut, sehr gut. Es wird rund. 28 zu 39. Ah ja, nicht schön, aber selten. Und jetzt beginnt unser Lieblingsspaß. Wenn ich hier ein Manöver mache und bremse, was kann ich mir davon kaufen? Ups. Nichts. Okay. Halbe Runde rum. Warte mal. Wir warpen mal nur bis dorthin. Und tun den hier rein, dass wir rund werden. Retrograde. Super. Ja. Was ist das? 28. Achtundzwanzig zu. Passt. So, und jetzt noch mal dasselbe noch mal. Add Manöver. Hopp. Oh, zu viel des Guten. Nichts. Nichts. Andere Seite bitte. Apropos, wenn wir jetzt hier so wild rumwurpeln. Willst du mir was sagen? 49 Tage. Gut, wir haben noch 49 Tage Zeit. Alles kein Problem. So, Add Manöver. Bremsen. Hey. Add Manöver. Da können wir uns was kaufen. Jawolla. Yay. Wie nah kommen wir ran? 0,6 Kilometer. Halleluja! 0,1 Kilometer, super. Gut, da ist der Manöverpunkt. Das heißt, wir müssen jetzt einmal warpen bis hier. Danke. So, jetzt gehen wir natürlich nicht mehr retrograd. Das müsste eigentlich ein reines Retrograde-Manöver sein. Ja, der Punkt, der wandert jetzt genau hier rein. Super. Oh, wir müssen genau aufpassen. Wir sind schon mal auf 6 Kilometer, also. Geh mal bitte wieder Retrograde. Danke. So. Jetzt wanderst du, was haben wir noch? Eine Minute. Jetzt drehst du dich mal genau auf den. Naja, wir sind ein ganz klein bisschen daneben. Herrje. Kann ich mit leben. So. Ah, sag doch, der rutscht genau retrograd. So. Er rutscht genau retrograd.
Was haben wir erreicht? 1,1 Kilometer. Oh, können wir das noch verbessern? Okay. Wir können es verbessern. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass unser Orbit nirgendwo hier... Oh, 4 Kilometer kommen wir runter. Na gut. Das heißt, wir warpen mal schnell auf die andere Seite. Wir müssen jetzt nämlich zusehen, dass wir unsere Differenz... Wie hoch ist die Differenz? 17 Meter die... Ach, kriegen wir hin. Oh, warte mal. 17 Meter die Sekunde? Die müssen wir rein bremsen. Das heißt, wir müssen retrograde gehen. Und müssen hier 17 Meter die Sekunde abbremsen. Ich denke mal, das kriegen wir gebacken. So. Du machst jetzt gar nichts mehr. Damit wir auf Target gehen können. Und jetzt... müssen wir bis dahin... ...15 Meter die Sekunde. Nee, wir müssen... den... retrograde gehen. Jawohl. Oh oh. Wir müssen, genau. Null. Sind wir überall raus? Ja, wir sind auf Höhe. Wir sind auf Höhe. Wir klatschen nicht irgendwie gegen den Berg. Okay. Das bedeutet jetzt für uns, wo ist unser Target? Da. 200 Meter, 265 Meter. Ha. So, das bedeutet auch, komm mal her, Arme mal. Control from here. Okay. Oh, ich sehe gerade, wir müssen uns so ein bisschen drehen. So. Ah, jetzt passt es mit der Steuerung. Okay. Sehr gut. Jetzt. So. Alles klar. Halt. Bisschen beschleunigen. 230 Meter. Da sind wir schon fast drauf. Das wird ein schnelles Ankopplungsmanöver. Sage ich jetzt. Behaupte ich jetzt. So. Irgendwas habe ich mit der Einrichtung von meinem System hier aber noch nicht so gut gemacht. Mein OBS sagt, es verbraucht 50% CPU-Last. Also irgendwas habe ich noch nicht so perfekt eingestellt. Oh. So. So, wir stehen richtig. Okay. Meter. Ha.
Ja, 120 Meter, super. Wir sind genau drauf. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach genauso weiter, klatschen dagegen. Und haben das Ding eingefangen. 90 Meter, was haben wir? 1,4 Meter die Sekunde ist auch gut. Na. Ich habe immer so aus dem Augenwinkel OBS im Blick, dass das ja keine Mätzchen macht. Mal schauen, wann meine Computerteile geliefert werden. Fünfzig Meter die Sekunde. Dreißig. Was ist das? Eine Raketenstufe? Nee, Feststoffbooster ist das. Das ist ein Feststoffbooster. So. Und jetzt greift zu. Greift zu. Ernsthaft? Ernsthaft? So, jetzt. Aha, jetzt rotiert er auch noch. Greif zu. Ich bin genau im Fadenkreuz. Siehst du das? Ja. Und jetzt fass an. Und mach, mach, mach. Mist. Das kann doch nicht wahr sein. So. Genau im Fadenkreuz. Ja! Wir haben es! Wir haben es! Jetzt sofort Retrograde? Nee, Prograde gehen und gucken, dass wir nirgendwo gegenklatschen. Oh, geht eigentlich. Okay. Aber wenn ich jetzt Feuer gebe. Okay. Wir sind sicher. Wir sind sicher und wir haben das Teil. Ah ja, sieht ein bisschen schrottig aus. Aber ich denke mal, so können wir auch landen. 3350. So, mal gucken. Ja. Unser Booster ist leer. Warte mal, du kriegst eine eigene Stufe. Und verschwindest. Als erstes starten wir die beiden. Dann die beiden und zum Schluss die beiden.
Die starten bei 2500. Oh, wie nah wir hier über Minmus sind. Ist das cool. Wollen wir landen? So, nein, wir werden nicht landen. Wir werden nach Hause fliegen. Mich dahin. Add-Manöver. Wow. Zehn Sekunden und 6 Minuten haben wir drinne. Elf Sekunden. Ah. Das sieht gut aus. So. Wo sind wir? Da. Dann warpe mal bitte an die 3-Minuten-Marke ran. Schneller warpen geht nicht, weil wir einfach zu flach sind. So, Sprit haben wir mehr als genug. Ach, wir haben sogar noch das meiste Monoprop übrig. Warum wollen die eigentlich, dass wir eine ausgebrannten Feststoffbooster bergen und zurückbringen? Und vor allem, wie kommt der Booster dahin? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, ist erfasst. So. Sehr gut. Warpe mal näher. So. 11 Sekunden, das heißt, bei 5 Sekunden fangen wir an. Reines Prograde-Manöver, wa? Ist es Prograde? Ist doch Retrograde. Stopp. Nein, ist Prograde. Haha. Ja, klar, ist Prograde. Wir müssen aber beschleunigen. Ah, ein bisschen wackelig. Das Ding hier hängt schief dran. Aber damit müssen wir jetzt leben. Ich würde sagen, Feuer frei. Es geht nach Hause. So. Es geht nach Hause. Super. Genau. Drehe er sich bitte dorthin. Juhu. Und gleich macht es plopp. Na komm. Warpen, warpen, warpen. Plopp, genau. Jetzt ist alles blau. Super. Bisschen schief. Jetzt gehen wir wieder retrograd. Weil wir sind da oben 13 Kilometer weg. Und jetzt gehen wir. Was? Ach, das war der. 6, 5, 4, 3, 2. Neunhundert. Das klingt gut.
Oh, jetzt brauchen wir 8 Tage bis nach Hause. Aber gerne doch. Cool. So. Wir gehen wieder retrograd. 3-Minuten-Margin, mein Freund. Nie was von gehört. Das ist keine 3-Minuten-Margin. Oh, mein Wecker sagt, wir sollten mal so langsam wieder aufhören. Und den ganzen Spaß auf die nächste Folge verschieben. Also würde ich sagen, machen wir das Ei hier noch rund. Wo sind wir? 930. Wie viel Treibstoff haben wir noch? 4 Minuten. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und kriegen wir immer noch hin. Ja, wir haben genug Treibstoff. So. 927 sind wir jetzt. Ja. Zu tralala. Gut. Wir sind fast zu Hause. Wo ist denn unser Space Center? Wir kommen eigentlich ins Space Center rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier so einen Wiedereintritt machen. Cool. Versuchen wir nächste Runde. Das heißt, wir bleiben wieder hier. Verschwende gar keine Zeit und ich sage einfach, macht's gut, bis zum nächsten Mal und see you later.